Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen Haul für dich und zwar habe ich während des Black Fridays ein paar Bestellungen getätigt, weil das doch dann da etwas günstiger war. Ich habe geshoppt bei Beauty Bay, bei BH Cosmetics, bei Amazon. Ich hatte eigentlich auch noch bei Douglas bestellt, aber da habe ich dann die Nachricht bekommen, ihre Bestellung wurde leider storniert, weil das ein oder andere Produkt leider nicht mehr verfügbar ist. Daher wird ihre Bestellung storniert. Es war eine Bestellung über, ich glaube, 150 Euro. Gut, wer nicht will, der hat schon, dann eben nicht. Naja, wenn du Bock drauf hast, mit mir die Produkte anzuschauen, natürlich ist es sehr beauty-lastig, dann ja, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich fange jetzt einfach mal an bei Amazon. Und zwar habe ich hier die Sleek Highlighting Palette bestellt. Die gab es echt günstig und das wollte ich einfach mal ausprobieren, wollte mir die mitbestellen. Und ja, dann gucken wir doch mal rein. Oh, es ist Gold. Das ist schön. Es gefällt mir. Richtig schön. Also du hast hier vier verschiedene Highlighter, dann ein Pinselchen und ein Spiegel. Gut, die Pinsel nutzt man eigentlich nie. Aber gut. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass da scheinbar zwei Creme-Highlighter mit dabei sind und zwei Puder-Highlighter. Habe ich in meinem Shopping-Wahn nicht so ganz entdeckt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, egal. Ich swatch euch die mal eben kurz. So, hier haben wir die vier verschiedenen Farben. Bis auf den Kupferton ist alles relativ hell gehalten, was halt gut zu meiner Haut passt. Und ja, Leute, ganz ehrlich, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Ich möchte jetzt mit euch mal zusammen diese Creme-Highlighter ausprobieren. Da hätte ich mal Bock drauf, weil ich habe noch keinen Highlighter drauf. Ausprobieren. So, bin ich echt gespannt drauf. Und dann nehme ich hier einfach diesen etwas helleren Ton hier unten. Und so sieht er auf dem Finger aus. Nicht so soft, wie ich sowas erwarten würde. Und dann tupfe ich mir den mal hier auf. Man muss also vorsichtig bei Creme-Highlightern sein. Und sieh so, ich mache mir einfach mal einen Streifen. Okay. Den finde ich schön, aber interessant. Ziemlich intensiv. Jedenfalls wirkt das bei mir jetzt gerade so. Ja. Es schimmert sehr, sehr schön Gold, aber ich finde, dass er sehr, sehr grob ist. Ich finde ihn nicht so fein, wie ich andere Highlighter habe. Wie andere Highlighter, die ich habe. Die finde ich deutlich schöner. So, ich hoffe, ihr kommt jetzt damit klar, dass ich jetzt verschiedene Highlighter in meinem Gesicht verwenden werde. Das wird jetzt etwas bunt werden, denke ich mal. So, hier habe ich dann diesen goldenen. Dann mache ich mir auf dieser Seite, um das halbwegs einheitlich zu haben, den pudrigen goldenen. Da ich jetzt gerade keinen Puderpinsel, keinen Highlighterpinsel da habe, sind meine Finger am Start. Aber ich finde, das geht auch immer ganz gut. Okay, der ist jetzt deutlich dezenter. Nicht so intensiv. Aber gefällt mir auch. Also der macht einen schönen Glow auf jeden Fall hier in diesem Bereich. So, für meine Nasenspitze nehme ich den hier unten mal. Da wollte ich jetzt nicht diesen Ultra Beige nehmen. Nasenspitze ist gut, ich bin da gerade ein bisschen eskaliert, ne? Hui, das glänzt aber. Nein, also macht auf jeden Fall einen schönen Glow. Aber ich habe übertrieben. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich mit diesem ganz dunklen hin soll. Den benutze ich nicht. Der ist mir zu dunkel. Den kann ich vielleicht im Sommer benutzen, aber den brauche ich jetzt nicht im Winter benutzen. Der sieht, glaube ich, gar nicht aus. Nein. So, auf jeden Fall finde ich, dass es eine schöne Palette ist und ich habe Bock drauf, die dann auch wirklich intensiv zu benutzen und zu testen. Und ja, so gefällt sie mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Als nächstes habe ich bestellt die Paradise Ecstatic, halt auch von Amazon. Und ja, die Mascara habe ich noch nie ausprobiert. Die wurde mir sehr, sehr empfohlen. Die ist ja von L'Oreal. Ich habe jetzt eine Mascara drauf. Die werde ich mal in meinem nächsten Mascara-Test testen oder in einem meiner nächsten Mascara-Tests. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Wer sie noch nicht kennt, sie sieht so aus. Das ist ein schöner Kupferton und ja, genau. Es ist halt in Schwarz. So sieht das Bürstchen aus. Das ist ja, so ein ganz normales Bürstchen, halt ein bisschen größer. Und riecht auf jeden Fall wie eine ganz normale Mascara. Und ich habe Bock drauf, sie zu testen.
Als nächstes habe ich zwei Bücher bestellt und zwar gehen die sehr, sehr bald in ein Tauschpaket. Hallo, mein Lieber, du weißt, wen ich meine. ja, als erstes habe ich hier Ein Mann, ein Adventskalender. Das ist ein ziemlich cooles, süßes Büchlein. Da sind 24 Dinge drin. Winterliche Lifehacks, heiße Rezepte und coole Fakten. So männlich war der Advent noch nie. Genau, das habe ich auf jeden Fall mitbestellt für dich. Dann habe ich auch für diesen lieben Mann etwas mitbestellt und zwar von Simon Holland. Ist deine Katze ein Genie? Das ist ein ja, ziemlich witziges Buch. Der ultimative Intelligenztest für Katzen. Deine Katze ein Ausnahmetalent im Kuschelpelz. Also, das sind halt ziemlich witzige Geschichten, die da drin stehen und ja, habe ich auf jeden Fall mitbestellt und da kann man Tests machen. Das sind witzige Bilder mit drin und so. Man darf Bücher nicht so sehr hier in die Kamera halten. Aber ja. Ich fand's witzig, ich fand's passend und deswegen musste das mit. So, dann habe ich das erste Mal in meinem Leben im BH Cosmetics Online-Shop bestellt. Ja, gratis mit dabei gab es den BH Liquid Eyeliner. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich mag Eyeliner, ich trage immer Eyeliner und ja, eine coole Sache. Und ja, der war halt gratis mit dabei. Auch gratis mit dabei war eine BH Liquid Foundation, so eine Probe. Und auch die wird von mir getestet in 212 Light Olive. Ja, da weiß ich noch nicht so genau, ob die mir passen wird, die Farbe. Aber ihr kennt das ja. Ich teste das ja trotzdem aus. Dann bin ich dann auch vielleicht mal ein bisschen braun unterwegs. Aber gut. Ja, die war auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, eine Rechnung war auch mit dabei, ne? Dann habe ich mir bestellt die Zodiac Love Sides Palette. Ha! Ich habe gehört, dass diese Zodiac Paletten so irre toll sein sollen. Und jetzt gab es die halt in der Zodiac Love Sides, wie auch immer, ne? Collection. Und ist die nicht schön? Ich finde die wunderschön. Ich mache mir mal was davon drauf. So, also, was am besten eigentlich zu mir passen müsste, wäre ja Gemini, weil ich bin Zwilling. Pink fände ich jetzt, glaube ich, ein bisschen krass gerade, oder? Wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Cool finde ich, dass hier ein Spiegel mit dabei ist. Ich halte das hier mal hier unten so ein bisschen schräg, dass ihr dann so ein bisschen auch was sehen könnt. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, Vicro zu nehmen. Das hier. Also die beiden. Holla! Was ist das bitte für eine geile Pigmentierung? Dann geht auf jeden Fall die Post ab auf meinem Auge. Verblenden wird interessant. Ja, mein Augen-Make-up passt weder zu meinem Lippenstift noch zu meinem Oberteil, aber wir schaffen das schon. Es wird jetzt auf jeden Fall ein ziemlich ungewöhnlicher Look werden, es tut mir leid. das wird jetzt kein klassischer, ne? Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen so ein Ausprobierlook à la Claudie. Das sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Verblenden, ja, müssen wir gleich mal. So, ich musste mir mal eben aus dem Badezimmer mein Pinselset holen, weil das, was ich hier habe, ist furchtbar. Nee, das regt mich nur auf. Ich glaube, nur mit zwei Farben zu arbeiten, wird ganz schön tricky werden, ne? Also, puh. Das finde ich wirklich tricky. Naja, ich nehme jetzt auf jeden Fall den Schimmerton von Vicro und trage ihn auf mein bewegliches Lid auf. Oh, es ist wunderschön. Oh, ist das schön. Die Farben harmonieren einfach, ne? Das gefällt mir. Ich sag mal so, wenn man es schnell haben will, dann macht man sich einfach zwei Farben drauf und fertig. Wenn man das ein bisschen intensiver haben möchte, wie ich das jetzt ein bisschen mal versuchen werde, macht man sich verschiedene Farben auch noch mit drauf. Also das ist jedem ja selbst überlassen, da kennt Make-up ja keine Grenzen. Make-up ist Kunst und sollte Spaß machen und nicht mehr und nicht weniger. Um mein Augen-Make-up hier an dem äußeren Drittel zu intensivieren, zu verdunkeln, gehe ich bei Pisces rein. Heißes heißt das, ne? Und nehme hier einfach den dunklen matten Ton. Muss nicht
viel sein. Ich mache da einfach nur ein bisschen hin, ne? Um das Ganze so ein bisschen nur zu verdunkeln. Ich mag das einfach lieber, wenn ich da so ein bisschen noch was Dunkles reinsetze. Ja, ne? Ich bin nicht the Queen of Make-up, vor allem nicht the Queen of Eye Make-up. Ich probiere mich da ja immer nur ein bisschen aus. Dann nehme ich mir so einen ganz stinknormalen Blenderpinsel, nehme mir die Farbe Leo, ja, die Matte, und verblende das ein bisschen nach oben hin. Ja, normalerweise macht man sich dann auf die Augenbrauen und so ein Kram, aber das habe ich jetzt ja gerade nicht dabei. Deswegen kommt jetzt nur wirklich dann dieser Schritt. So, und die Farbe, die ich eigentlich schon hier auf meinem beweglichen Lid habe, habe ich ja nur mit dem Pinsel aufgetragen. Die trage ich jetzt nochmal eben mit dem Finger auf, um das Ganze halt intensiver nochmal in der Mitte zu haben. Das ist dann ja die Farbe Vicro gewesen. Einfach hier in die Mitte nochmal reintappen. Sieht das so ein bisschen Sonnenuntergang aus. Also, ne? So sieht das dann aus. Das gefällt mir ganz gut. So, und ein kleines bisschen gebe ich mir auch noch unten an den unteren Wimpernkranz. Habe ich so einen Pinsel, auch von BH Cosmetics, die Nummer 12, der eigentlich nur so für Augenbrauen gedacht ist, aber ich nehme den immer für meinen unteren Wimpernkranz, um da so eine kleine Linie zu ziehen. Ja, und dafür nehme ich dann nochmal diesen Farbton Peisse, setze ihn mir auf den Pinsel, mache ein komisches Gesicht und ziehe dann so bis zur Hälfte ungefähr. Also quasi bis zu meinem schwarzen Punkt im Auge ist, ne? Und dann gehe ich nochmal unten in die Farbe und ziehe mir das hier so ein bisschen noch hoch, um das Ganze halt so ein bisschen nochmal zu verbinden. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Jo, ne? So sieht das dann aus. Und für vorne gehe ich in den Schimmerfarbton Vicro und gebe mir das halt bis hier vorne direkt auf. Also hier habe ich meinen Schimmerfarbton Vicro drauf und das gebe ich mir dann hier mit einem komischen Gesicht in die Mitte. Also nicht in die Mitte, also hier so, ne? Also in die andere Hälfte vom unteren Wimpernkranz. Ich gehe dann noch ein bisschen durch den dunklen durch, um das halt so minimal zu vermischen. Ja, ich habe halt keinen Concealer, nichts drauf, ne? Normalerweise wäre das dann ja alles ein bisschen noch gesettet und so unter dem Auge, das habe ich jetzt ja nicht, aber so sieht es dann auf jeden Fall aus. Dann haben wir hier in dieser Palette in der Mitte so einen schönen großen Highlighter, ne? Genau in der Mitte. Und den setze ich mir einfach mal in den Augenwinkel, auch wieder mit meinem kleinen Mini-Pinsel. Na, da bin ich, komm, meine Farbe. So, nach unten hin und nach oben hin vermische ich das auch noch so ein bisschen in die anderen Farben mit rein. So, wenn ich das im Augen-Make-up so habe, mache ich mir dann meistens, also eigentlich mache ich mir dann erst die Mascara drauf. Hatte ich ja vorher schon drauf, in dem Fall möchte ich die jetzt einfach nochmal kurz eine Schicht drüber legen, ja, damit sie einfach wieder da ist, ne? Da habe ich jetzt aktuell hier die von Benefit, die Bang Bad Girl Schlag mich tot, weil ich die eben im Video verwendet habe und deswegen kommt sie jetzt drauf. So, ist jetzt kein Schritt, den man normalerweise so machen muss, aber ich habe es jetzt gemacht, um halt wieder Augen zu haben, Mascara zu haben, wie auch immer. Ja, also mir gefällt das Augen-Make-up richtig gut. Es sieht ein bisschen fleckig aus, ich weiß, aber normalerweise würde ich ja noch abpudern und so weiter. Dann würde das alles noch ein bisschen besser ausgeblendet werden. Das alles mache ich jetzt ja nicht. Ist jetzt ja auch einfach nur, um das Produkt an sich zu testen. Ich finde, die Palette ist richtig schön. Die macht schöne, schöne Pigmentierung. Die hat eine schöne Pigmentierung. Die macht echt einen schönen Look. Und ja, mir gefällt sie. Doch. Als nächstes habe ich mir die Desert Oasis Palette bestellt. So sieht sie ohne die Umverpackung aus. Gefällt mir auch richtig gut. Und guckt euch das an. Wow, sind das schöne Farben, oder? Da kannst du wirklich richtig schöne Nude Looks mit schminken. Und wenn du es ganz hart haben willst, nimmst du dir auch noch Hot Spring, also den blauen Ton mit dazu. Und kannst dann auch ein bisschen abgehen. Da hast du dann in dem Sinne nicht nur ganz normale Lidschatten, sondern auch Highlighter mit dabei, die du verwenden kannst, die dann auch zu den, passen, richtig schön dazu, zu den Farben richtig schön dazu passen. Du hast hier oben einen schönen großen Spiegel. Und ja,
Das gefällt mir richtig gut. Das ist eine richtig schöne Palette. Du hast die Farben da drauf stehen. Du hast hier dieses Gold. Und ja, ist eine schöne Verpackung auch. Eine schöne Pappverpackung. Ist schön groß. Ich habe Bock drauf, sie zu verwenden. So, das war die BH Cosmetics Bestellung. Jetzt kommen wir zu der Beauty Bay Bestellung. Das war auch mein erstes Mal, dass ich bei Beauty Bay bestellt habe. Und ja, deswegen. Da sind einige Sachen mit dabei, die nicht nur für mich sind, sondern die Weihnachtsgeschenke werden sollen oder die ich in diverse Verlosungen packen werde, die jetzt demnächst noch kommen. Denn Leute, ohne Scheiß, wir stehen vor 2000 Abonnenten kurz davor und ich bin schon fleißig am Sammeln. Es wird eine richtig schöne, fette Verlosung geben. Ich freue mich. So, auf jeden Fall gab es meinen geliebten Concealer von Make-up Revolution in der Farbe C4. Also es ist, ich liebe diesen Concealer einfach. Er ist super. Es ist mein Hautton, beziehungsweise ich habe den ja in C2 und C4, und in C4, damit ich den für den Sommer und für den Winter benutzen kann. Im Winter bin ich selbstverständlich etwas heller als im Sommer, genau. Und ja, ich mag die Farbe, ich finde es richtig cool. Dann habe ich mir noch bestellt, und zwar von Ofra, ein Highlighter. Und das Coole war, dass, ja, Black Friday Sale, ne? Da war hier noch etwas Wunderschönes dabei. Und zwar ein wunderschöner Bronzer von Ofra. Und die beiden Produkte habe ich halt zusammen bestellt. Ja, da freue ich mich schon drauf. Also ich denke, dass dieser Blush vielleicht ein bisschen zu dunkel, oder der Blush-Bronzer, steht ja jedenfalls hinten drauf, ne? Etwas zu dunkel sein wird. Das befürchte ich. Ich muss den noch testen. Und ja, dann gucken wir auf jeden Fall mal. Und natürlich das Hauptprodukt, was ich bestellt habe, der Highlighter. Der Wahnsinn, Leute. Ich will diese Verpackung aufmachen und reingucken. So, die Umverpackung ist schon mal richtig schön. So ein schönes, dezentes Weiß. Und oh, das ist der Ofra Niki Tutorials Collab Highlighter Cloud 9. Das heißt so, ich kann für die Farben nichts und sieht er nicht wunderschön aus. Oh. Ja, ich kann mich mit Highlightern mittlerweile echt totschmeißen, aber ich finde es halt schön, ne? Sieht richtig toll aus. Also, ich will reinpacken und ihn benutzen, aber ich habe ja gerade schon einige in meinem Gesicht. Da brauche ich nicht noch mehr. Wird auf jeden Fall getestet und ich freue mich richtig drauf. So, auch mit dabei war diese sehr, 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 sehr schöne Palette von Revolution. Das sind halt diese Nude-Töne. Schön nudig. Ich stehe auf solche Farben. Ich mag die Farben. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Geschenk werden. Und dann habe ich die BH Cosmetics Royal Affair Palette bestellt. Die hat mich einfach angemacht, sag ich mal, als ich sie im Online-Shop gesehen habe. Oh, wunderschönes Packaging. Also, ne, sehr edel. Du hast hier so diamantenmäßig diesen Stil und hier hast du dann auch die verschiedenen Farben, großen Spiegel und richtig, richtig toll. Also, die gefällt mir einfach gut. Und das sind einfach Namen, ne? Rain, Majesty, Lord, Lady, Monarch, Imperial, Crown. Also, richtig tolle Farben, richtig schöne Namen. Ja, gefällt mir. Und zwar habe ich hier dann noch die Palette Galaxy Chic mitbestellt. Da sieht es innen drin genauso wie auf der Außenverpackung aus. Und hier haben wir wunderschöne gebackene Lidschatten. Wunderschön. Also die gefallen mir so gut. Das ist so hübsch. Und da hast du dann die verschiedenen Planeten. Und das ist so Marmoroptik auch, ne? Und oh, die werden richtig, richtig gut auf dem Auge zur Geltung kommen. Da habe ich so Bock drauf. Ich habe schon einige gesehen, die da Looks mitgeschminkt haben. Und scheiß, die waren dann. Die gefällt mir. Ja, und da durfte natürlich auch die Supernova-Palette von BH Cosmetics nicht fehlen. Aha. Oh, wunderschön. 18 gebackene Lidschatten. Und die sind halt ein bisschen dezenter als die von der. Und ein bisschen dunkler, ne? Als von der Galaxy Chic Palette. Und gefallen mir richtig gut. Da kannst du so viel Spaß mit haben. Es sind alle Schimmertöne und oh. Ja, ich finde sie wunderschön. Manchmal ist Claudia auch ein bisschen dämlich, oder? Ich habe mir einfach den BH Liquid Eyeliner zweimal bestellt, den ich eben schon gratis bei der BH Cosmetics Bestellung mit dabei hatte. Ja, das war dämlich. Super, denn einer ist für mich, einer ist für wen anderes.
Jetzt wird nur einer davon für jemand anderes sein und der andere wird wahrscheinlich in eine Verlosung gehen. So, dann habe ich noch drei Lip Liner mitbestellt, auch von BH Cosmetics. Hier sind die drei Schätze. Das sind drei verschiedene Farben: einmal Glory, einmal Peachy und einmal Sorbet. Das heißt, einmal haben wir so einen schönen Rotton, den habe ich mal wieder gebraucht. Und das sind zwei nudige oder hellere Töne, würde ich mal so sagen. Auch die habe ich gebraucht. Richtig toll. Und dann habe ich noch zwei Color Lock Lipsticks, Long Lasting Matte Lipsticks von BH Cosmetics mitbestellt in der Farbe Devotion und Faithful. Das sind auch richtig schöne Farben, die halt auch zu den Liplinern passen. So, das war es jetzt erstmal mit meinem Black Friday Haul. Das waren jetzt erstmal nur drei verschiedene ja, Shops, bei denen ich bestellt habe. Bei den anderen habe ich jetzt nach dem Black Friday bestellt, weil du auch im Dezember richtig viele Rabattaktionen hast durch die ganzen Adventskalenderaktionen. Also von daher, seid gespannt auf weitere Hauls. Bitte entschuldigt, falls ich in diesem Video das ein oder andere Mal etwas geschnieft habe, aber ich bin echt erkältet. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein kleiner, aber feiner Haul gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!